Ja, willkommen zurück auf Port Olisar. Im Gegensatz zu meiner letzten Aussage wollen wir heute doch nochmal schauen, was wir gegen das Geldproblem tun können. Und zwar will ich mal zeigen, wie man möglichst auch Serverabstürze in Kauf nehmen kann, aber trotzdem Geld verdienen. Wir haben drei Geldeinheiten, ne? Sieht man hier. Beziehungsweise ich habe drei Geldeinheiten, drei AUEC, Alpha United Earth Credits. Und um zu Geld zu gelangen, muss man hier eine Mission annehmen. Hier gibt es 105, da suchen wir uns die Mission, die am meisten Geld einbringt. Die gibt es 324. So, das ist alles fast nichts. Wenn man bedenkt, dass man 5000 am Anfang hat. Die Crypt Clear Out Dusters Haunting Grounds. Da muss man attackierende Schiffe angreifen. Nee, Jela. Allerdings gibt es hier noch die persönlichen Ziele. Oder die persönlichen Nachrichten. Und da gibt es den Privacy Screen. Das ist die Mission, die ich bis jetzt schon mal angenommen habe, um schnelles Geld zu verdienen. Also da muss man nicht viel machen und kriegt 389. Die werden wir nämlich jetzt mal akzeptieren. Also worum geht es in dieser E-Mail sozusagen? Also hier soll man ein Com-Array ausschalten, dass die irgendwas dort machen können. Ja, wir akzeptieren das mal. Jetzt können wir in das Akzeptierte gehen und da nochmal schauen. Disable Uplink at Com-Array 126. Ne? Wenn man das macht, dann kriegt man allerdings einen Crime-State, aber da lockt man sich schnell aus wieder ein. Und kann zur nächsten Runde starten. Erstmal brauchen wir ein Schiff. Und ich zeige mal kurz, wie das geht und wie schnell man da Geld verdienen kann. Also wir brauchen irgendein Schiff. Ich nehme mal die Hornet. Setze aufs Pad. Ja, welches? 5. B5. Gut. Gehen wir zur B5. Der Seite. Genau, da geht's lang. So, schnell hier gleich mal die Beine in der Hand nehmen. Jetzt scheint aktuell ein stabiler Server zu laufen. Ich habe fast 30 Frames, also auch tageszeitabhängig sicherlich. Oder man muss einfach Glück haben. Gut, 5 ist unsere Hornet. So. Ich nehme die Hornet deswegen, weil die sich relativ gut fliegen lässt und auch flott unterwegs ist. Ah, da habe ich keine Taschenlampe, deswegen sehe ich ja nicht genau, wo der Einstiegsstützen ist. Ich glaube, hier ist das Fenster. Drücken wir mal F, gehen ein bisschen näher ran. Vielleicht habe ich jetzt wieder den Bug, dass ich nichts auswählen kann. Halte F gedrückt und finde hier kein Enter Pilot Seat. Kann man die Hornet eigentlich von der anderen Seite besteigen? Aber blöd ist natürlich, dass es hier so finster ist. Man überhaupt nichts erkennen kann. Tja, das ist derselbe Bug, den ich letztens hatte. Wollen wir aber hier nicht ewig drum rumtanzen, sondern holen uns einfach schnell ein anderes Schiff. Eins, wo auch das Einsteigen funktioniert. Also schnell zurück. Bin ich irgendwo dagegen gerannt? Also wieder eine Luftschleuse. So. Press. Zack. Jetzt werden wir das gleich mal claimen, die Hornet. Damit sie beim nächsten Mal möglicherweise wieder funktionstüchtig ist. Also ich weiß nicht, was das für ein blöder Bug ist, dass das nicht funktioniert. Aber ich habe ja gesagt, ne? Unpad wollen wir nicht, wir wollen die claimen. So. So. Und während die claimt, nehmen wir einfach das nächstbeste Schiff. Tja, was nehmen wir? Die Freelancer nicht, der Origin 85X. Sehen, wo die hinkommt. Sehen, ob ich da einsteigen kann. B06.
Wieder dort lang. Nützt mir natürlich nichts, wenn ich Shift dastehen habe, aber nicht reinkommen, weil das Item 2.0 System nicht funktioniert. So, Hornet ist weg. Habe ich ja geclaimed. Also claim heißt, ich lasse mal ein neues gleichwertiges Schiff zur Verfügung stellen. Ah, da leuchtet schon was. Also steigen wir hier mal ein und machen uns auf zu unserer Mission, Geld zu verdienen. So. Deckel erstmal wieder zu. Systeme an. Das habe ich auf eine Taste gelegt, wie gesagt, beim letzten Mal. Und jetzt heben wir ab. So, da wird es auch gleich ein bisschen heller. So, jetzt suchen wir mal, wo unser Missionsziel liegt. Disable Uplink, ne? Gut, ist schon eingestellt. Müssen wir eigentlich nur noch... muss ich doch noch hier einstellen, dass ich dahin will natürlich. So. Entweder die. Na, muss die sein oder die. Wahrscheinlich die hier. Sehen. Ich habe es nämlich nicht gemerkt. Aber wir können einfach... Nee, war die falsche. Man kann nämlich einfach hier nachgucken, welches war, indem man auf Accepted geht. Das soll eine 126 sein, ja? Die scheint verdeckt zu sein. Ich fliege mal hoch. Ein bisschen hier rüber zu. Dann probieren wir es nochmal auszuwählen. Also. 126. Nee, das Falsche. Wow, muss ja irgendwo hinter Crusader sein. So, kann man mal überprüfen. Ich frage mich zwar, warum das verdeckt ist. Theoretisch dürfte es nicht verdeckt sein. Kann ja noch ein bisschen parallel in die Richtung fliegen, einfach mal mit Vollgas. Ihr seht, ist gerade meine Anzeige weg. Ich sehe nicht, wie schnell ich bin. Ja, man kann aber einmal im Kreis springen und dann ist es, kommt mal halt hin. Das werde ich vielleicht machen. Weil wir wollen hier auch nicht ewig... Also hier auf der Karte ist es total verdeckt, aber ich kann es ja... Fliegen wir erstmal dahin. So. Und springen dann von da zu unserem eigentlichen Ziel. Also, nix wie hin. Und verdienen schnelles Geld, hoffe ich doch heute. Der Crime State, der ist nämlich aktuell irgendwie nicht permanent. Glücklicherweise, oder weil es vielleicht auch mit Karea noch nicht funktioniert. Und das kann man sich halt zunutze machen, indem man diese Mission fliegt. Und ja, erstmal jetzt den richtigen auswählen. Hier. Set as Destination. Und das einfach mal ausschaltet und dann hat man schon Geld verdient. So. Also, B. Und gleich sollten wir dort sein. Ja, die Kamera ist hier wieder verrutscht, ne? So, gehen wir wieder in Ansicht. So, jetzt müssen wir da hin. Können noch ein kleines bisschen mehr Gas geben, aber müssen aufpassen, rechtzeitig zu bremsen, dass wir nicht dagegen knallen. Jetzt muss ich schon wieder runtergehen wollen.
in der Geschwindigkeit. So. Und wir nähern uns. Noch haben wir, wie gesagt, nur 3 Alpha-Units. Ah, jetzt werden die Solarzellen sichtbar. Noch 3 Kilometer. Und dann machen wir eine kleine EVA. Und verdienen Geld. Oh, noch ein Stück näher. So, jetzt steigen wir aus. Hoch mit dir. Ui. Ja, und jetzt geht's ins Com-Area. Disable Uplink. So. Wenn ich eine Taschenlampe hätte, wäre es noch cooler, aber das Problem werden wir später mal angehen. Vielleicht lässt sich das auch beheben. So. Und jetzt gehen wir hier runter zum Computer. Ja, so, jetzt rollen wir mal, damit wir auch richtig rum haben. Wie gesagt, 3 Units. Und wenn ich jetzt hier meines Amtes walte, ich will mich ein bisschen näher ran, Power off. So, jetzt habe ich 389 dazu gewonnen. Da oben ist Symbol für Crime State aufgetaucht, dass ich jetzt als was Unrechtes getan habe. Und wenn ich jetzt erstmal meine Finanzen angucke, 392 habe ich jetzt. Ja, und jetzt würde ich mich ausloggen, wieder ein. Dann ist der Crimestar theoretisch weg. Und ich kann das Ganze nochmal machen. Und so kann ich relativ schnell einiges Geld scheffeln. Und da sehen wir mal, ich werde das jetzt mal versuchen, ein bisschen Geld auf diese Weise zu erlangen. Und dann versuchen wir mal noch eine andere Mission. Ich habe hier gerade 60 Frames gehabt. Also da muss ich doch gleich doch nochmal die Aufnahme weitermachen. Also ich habe mich ausgeloggt, wieder eingeloggt. Und ich bin jetzt nicht mehr kriminell, hoffe ich. Ja, Crime State steht nichts drin, aber ich habe die 392. Und jetzt kann man halt Folgendes machen. Ich gehe wieder in die Mission. Auf Personal. Area 225, Problem. Das ist praktisch dasselbe. Man muss das wieder ausschalten, anderer Text. Die müssen irgendwas machen und die Sicherheit soll es nicht merken. Hier steht auch from not listed, also von unbekannt. Das akzeptieren wir. Stecken das wieder ein. So. Open. 40 Frames, meine Güte. Guckt euch das an. Spielbare Version. Also, es liegt wahrscheinlich echt am Server. Was man hier erreichen kann. So. Die Hornet. Da nehmen wir sie auch wieder. Achso, nee, die Hornet haben wir ja neu reclaimed, ne? Genau. 10.02. Die müsste jetzt vielleicht wieder gehen, hoffe ich mal. 10.02. 2 ist dort. Also anderer Ausgang. Also manchmal kannst du sogar auf Port Alisa flüssig laufen. Wenn das immer so wäre. Also es ist völlig... Es liegt praktisch nicht am Rechner, was man hier für eine Framezahl hat, offensichtlich, weil ich habe ja meinen Rechner nicht gewechselt seit dem letzten Einloggen. Das war vor fünf Minuten. Bis da hatte ich unter 20 Frames maximal, jetzt habe ich 41. Lauter Enthusiasmus vergesse ich noch, wo ich hin muss. Ich denke hier. Und dann um die Kurve. Nee, gerade falsch abgebogen. Also dort lang. Genau, und hoch. Ist hier meine Hornet. Jawohl, wieder im Finstern. Ich habe immer das Glück im Finstern. Also hier könnten sie auch,
wenn das eine offizielle Station für zum Landen ist und sowas, da könnten sie wirklich auch mal Scheinwerfer in ihre Landebahnen einbauen. So, diesmal also mit der Hornet, selbes Spiel, rein da. Schnell als anstellen. Ja, hallo, prima. So, hoch. Erstmal ein Stück weg von der Station und dann gucken wir uns das wieder an. Also, das ist wieder dasselbe, was wir machen sollen. 275, also Sektor Sweep probieren wir andermal. Wir machen die 275, gut. Ah, da habe ich wohl falsch geschaut. Ja. Immer wenn es schnell gehen soll, ne? 275. Dahin. So. Nee, Rendezvous Point, das ist anders. Da sollen wir hin. Und nix wie hin. Weil das geht schnell, ne? Da muss es sich auch nicht erst einen Kampf einlassen. Natürlich mit dieser Framerate könnte ich auch einen Kampf. Ich habe bloß gerade keine Zeit, wollte das nur ganz fix mal machen. Um ein bisschen meine Finanzen ein bisschen aufzuwerten. So. Mit der Hornet Geld einsammeln. Gut, vor. Uplink voraus, beziehungsweise Comlink, bisschen Gas geben. So, sind wir bald da, da oben scheinen, sehe ich Kontakte, weiß auch nicht, was es mit denen auf sich hat. Und die andere Mission probieren wir andere mal aus, wenn wir schon mal 1000 zusammen haben. Also, wow, stoppen, stoppen, stoppen. So, ah, die Hornet bremst relativ schnell. Wunderbar, aussteigen. Ja, ist praktisch eine Wiederholung der ersten Geschichte. Ihr seht aber, ich habe keinen Crimestat und ich musste das einfach nochmal aufnehmen, weil jetzt die Framerate so hoch ist. Kann man ja mal dann direkt vergleichen, was besser ist. Und quasi das beweist, dass man hier einfach Glück braucht und die richtige Zeit, wo man sich einloggen muss. Beziehungsweise Zeit ist irrelevant, denn wie gesagt, vor 10 Minuten waren hier die Frames bei 18, jetzt habe ich 38. So, holen wir uns das Geld ab und loggen uns wieder aus. Power off. Oh, jetzt habe ich doch einen höheren Crime Stat. Gut. Beziehungsweise da. Ich schaue mal, ob der wieder weg ist, wenn ich mich wieder auslogge. Wie viel Geld haben wir? 781. Also nichts wie weg hier. Bis später. Das Ganze habe ich jetzt dreimal gemacht und habe jetzt 1166. Und jetzt wollen wir mal noch eine andere Mission machen. Zuerst mal. Oh, da, der hat was dort liegen. Hallo. Da spricht einen nicht an und ich glaube, wenn er einen nicht anspricht, gehen die Lieferaufträge nicht. Da müsst ihr jetzt sagen, hey, kannst du das mal irgendwo hinbringen? Dann hat man Lieferauftrag, aber er will nicht. Kann ich das aufheben? Ja, vielleicht kann ich es ja verkaufen. Einfach in den Frachtraum legen. Nö, jetzt geht Pickup gerade nicht. So. Na gut, was auch immer. Also wenn die sich nicht bewegen und nicht reagieren, sollte man wirklich keine Frachtaufträge annehmen, weil die ja die Waren annehmen müssen, die Typen. Wenn sie das nicht tun oder so sinnlos und die Leute in der Gegend herumstehen, die NPCs, dann ist auf dem Server so eine Frachtmission sinnlos, weil man das Zeug nicht abgeben kann. Du kannst zwar einsammeln,
Und es gibt nur eine, Lost in Space. Das ist schlecht. Müssen wir mal gucken, was es eine für persönliche gibt. Clean up. Pay wanted und deliver. Also Delivery machen wir nicht, weil es nicht funktioniert. Lost in Space. Ein Schiff ist verloren worden. Das muss er irgendwas aufheben und nach Alcorps Yela Facility bringen. Wenn das aber hier nicht funktioniert, dann macht es auch keinen Sinn. Ich hätte ja gerne einen Kampfeinsatz geflogen, aber wir sind auch gerade auf dem Server nicht. Ich habe mich auch schon mal ausgeloggt, wieder eingeloggt. Ich habe immer noch so wenige Missionen. Sehen wir mal, wenn man ein bisschen hier rumläuft, ob dann eine Mission kommt. Dann schneide ich mal hier weg und schneide wieder rein. Wenn ich eine Mission habe, kann erst mal in Schiffen gucken. Hornets habe ich jetzt. 1, 2, 3, 4. Warum habe ich plötzlich 4 Hornets? Das ist ein Fehler im System. Es werden immer mehr. Und ich habe 2 Origins. Naja, ich meine von mir aus. Wenn ich die wirklich hätte, könnte ich sie verkaufen. Nee, kann ich nicht. Die Freelancer habe ich übrigens wieder zurückgeholt, damit ich ein gescheites Schiff habe. Ja, jetzt habe ich hier 3 Hornets stehen. Nehmen wir mal eine von den 4 Hornets. Weil die sich ganz gut fliegen lassen. Ach, die kann ich... Die sind noch irgendwo unbekannt und 2 sind eingelagert. Nehmen wir mal die hier ist, auf Port Olisa. So, und gehen mal zur Hornet. Ich komme da dann auch inzwischen noch eine Mission rein. A01. A01 ist da drüben. So, mischt wir hin. Ne, lauf weiter. Und ich bin auf der Sonnenseite. Hey, cool. Kann ich endlich mal sehen. Das ist zwar der Einstiegslook ist. Auf dieser Seite, wo es finster ist. Also das mit der Taschenlampe muss ich auch nochmal ausprobieren, ob ich das wieder hinkriege. Ich steige erstmal ein, dann werden wir schon sehen. Wir sind an Bord der Hornet und schalten erstmal alles ein. Und heben ab. So. Und jetzt... erstmal ein Stück in Richtung Mond. So, reicht. Und jetzt gucken wir nochmal, ob wir Auftrag 9 reingekriegt haben. Möglicherweise. Oh ja. Puh, das bringt einen Haufen Geld, aber Yela ist Rabatz und das soll man aufräumen versuchen. Ich versuche mal ECN Alert. Ein Notsignal von einem Schiff. Jeder soll da helfen. Na dann, mischt wie hin. So, gucken wir mal, wo das ist. Das ist wahrscheinlich ganz weit draußen, jawohl. Distress Beacon, Set as Destination. So, und da müssen wir uns in den Kampf stürzen. Was bei der Hornet zumindest so ist, weiß nicht, ob es bei anderen Schiffen so ist. Mein Zielkreuz ist nur noch ein Punkt, ein kleiner Strich. Deswegen wird es ein bisschen schwierig, Leute anzuvisieren. Aber wir gucken mal, ob wir mit dieser Mission Geld verdienen können, beziehungsweise... ob wir die Piraten erwischen.
und dem helfen können, dass er dieses Notsignal gesendet hat. Ist ein etwas längerer Sprung und da kommt, da taucht er auf, der Planet. Und da sind so kleine Asteroidenfältchen, Cluster. Mit einem von denen springen wir rein. So. Tja, jetzt habe ich hier aber gerade keinen Feind auf der Anzeige. Also die Stress biegen wäre wohl voraus. Mal sehen. Drück mal F2 und schauen wir es mal an. Und nochmal die Mission an. Ob wir sie auch wirklich akzeptiert haben. Nö, die ist weg. Na gut. Also ihr seht, die Mission funktioniert auch noch nicht richtig. Aber wenn wir schon mal hier sind, da fliegen wir mal zu Levski. Wir sind auch ziemlich nah. So. Und geben mal Schub. Landen wir halt in Levski mal. Ja, das ist natürlich blöd, wenn man eine Mission annimmt, dann dorthin fliegt und dann dort gar nichts ist. (lacht) 1224. Na, damit sind wir ganz schön schnell unterwegs. Ich hoffe, den Abstand zu Levski schnell zu schaffen. Ich war jetzt noch nie auf Levski, aber wir haben 23 Frames, also mal sehen, 24. Mal sehen, wie es auf Levski so ist. Ich glaube, im Gegensatz zur Demo der 3.0, wo man den Anflug hier auf Levski schon mal gesehen hat, mit Raumkontrolle, die einem dann Zugang gewährt hat und pipapo, was alles jetzt noch nicht hier drin ist, da gab es einen Wiedereintritt. Da hat es eine Atmosphäre, wo die Präsentation mit der Freelancer, ne? Ah, ich glaube, die Atmosphäre haben sie wieder hergenommen. So. 27, 29 Frames. Hey. Na, mal gucken. Wir nähern uns. So, und jetzt sollte ich mal wieder in die Innenansicht gehen. 95, 93. Wir sind wahrscheinlich in der niederen Atmosphäre. So, jetzt mal auch was sehen. So, und ich weiß jetzt nicht, wie schnell die Hornet abbremst. Aber die Safe Speed ist 350 und wir sind über... So. Gut, also wir haben jetzt die Extremgeschwindigkeit abgebremst. Ich habe zumindest keine Eintrittseffekte gesehen. Tja, Levski ist 60 Kilometer dort, aber ich nehme an, das ist irgendwo hinter dem Hügel. Vielleicht kann ich es ja an der Karte als Ziel auswählen. Nö. Ich würde einfach mal da gerade ausfliegen. Gucken, ob wir uns nähern. Okay. Also war sicherlich noch ein kleines Stück. Kann ja noch ein bisschen Gas geben und guck mal. Darf bloß nicht nach unten fliegen. Also noch 60 Kilometer. Zum Glück haben wir rechtzeitig gebremst. Sonst werde ich mich hier in so einen Berg gebohrt. Da kann man ein bisschen Aussicht genießen. So, jetzt gehe ich mal nach innen. Leider haben wir hier keinen solchen Höhenradar. Also wo man rechts, links angezeigt wird, wie man. Aber vielleicht kommt das noch. Beziehungsweise, entweder das ist gerade nicht verfügbar. Also ich gebe mal noch ein bisschen mehr Gas.
350 kann ich fliegen, 353. Gehen wir auch mal 350, damit wir dem ein bisschen schneller näher kommen, dem Ganzen. Crusader, Stanton, Hurston. Steht dort unten auf der Karte, aber die kann man noch nicht anfliegen. So, wie weit noch? 40 Kilometer. Also war es mal nichts mit einer Mission jetzt in der der Folgenfortsetzung sozusagen. Beziehungsweise als letztes in der Folge, sondern wir fliegen halt nach Levski. Warum nicht? So, ist noch 30 und das liegt so etwa auf der Nachtseite. Das wäre nicht schön. Hoffentlich ist das beleuchtet. Ich würde mich erstmal vorsichtig nähern wollen. Jetzt sind wir wieder bei 15 Frames, also es lässt sich wieder einigermaßen steuern. Ich gebe mal Gas und gucke mal, ob man hier irgendwo die Landefelder erkennen kann. Aber man muss ja dann in so eine Öffnung, in so einen Schacht reinfliegen. Wenn man den natürlich im Dunkeln nicht sieht, ist blöd. So, jetzt geben wir mal eine Anfrage. Please proceed to assigned landing bay. Okay, und wo wird's gesigned? Dort. Also nicht wie hin. Da geht's auf. Korrigieren. Ein Stück. Ah, jetzt wird es ein bisschen heller. Also innen drin ist es beleuchtet. So, wir sind gelandet. Der Deckel ist schon wieder zu oben. Nee, ist noch auf. Na, kann ich gerade nicht sehen. Egal. Wir steigen aus. Gut, und wir haben die Levski-Landezone erreicht. So. Jetzt ist die Klappe wieder zu. So, jetzt müssen wir natürlich den Ausgang suchen. Wenn ich die Taschenlampe hätte, könnte ich ja auch was erkennen. Da hinten sieht es aus, als wäre eine Rampe. Also wird es da auch weitergehen. Ich werde ein bisschen rennen. Bevor er zu sehr aus der Puste kommt. Dann wieder ein bisschen langsamer. So. 11 Frames, also Levski Landezone. Ist für die Performance noch am schwierigsten. Call. So, sehen wir, wann der Fahrstuhl hier kommt. Wir warten. Es tut sich nichts, man kennt auch nichts. Ah, jetzt. Da ist der Fahrstuhl. Und wir fahren natürlich, wo fahren wir hin? To Customs. Zu verschieden. Na dann. Fährt er? Er sieht gar nicht, ob er fährt. So, doch, ist gefahren. Hangar 1, Hangar 2, Hangar 0. Das ist wahrscheinlich für die Fahrzeuge. Und das werden wir mal ausprobieren dann.
hier. Ship Retrieval Console. Gut, das ist für die normalen Schiffe. Wenn ich jetzt in die Garage will, also wenn ich jetzt quasi Bodenfahrzeug gerne will, muss ich erst wahrscheinlich in der Bodenfahrzeug Konsole gehen. Das ist auch die normale, oder? Hier kann man sich seine Schiffe holen. Seine The Hornet oder sowas. Genau. Gut, Schiffskonsole. Jetzt gehen wir mal durch die Schleuse. Wow, 6 Frames, 10 Frames. So. Also wir sind auf Levski. Man sieht, flüssiges Spielen ist anders. Zumindest bin ich, glaube ich, nicht der Einzige, der hier ein bisschen Probleme mit der Flüssigkeit des Spielens hat. Customs. Erstmal um, was hier überhaupt so hingeht. Könnte man natürlich eine Karte oder sowas gebrauchen. Hier wäre der Typ, der Handelstyp. So. Gucken wir mal, wo wir hier rauskommen. Und wir einfach immer geradeaus gehen. Join us. Also ich kenne mich ja auf Levski auch überhaupt nicht aus. Geh einfach mal immer geradeaus und guck, wo wir rauskommen. Wow. Framerate ist sehr instabil. Ah. Das scheint der Bereich zu sein, wo man aufwacht, wenn man sich schlafen legt. Gut, da will ich eigentlich jetzt nicht hin. Ist ja auch eine Frage, ob ich das nächste Mal wieder in Levski aufwache. Aber wahrscheinlich wird es wieder Port Olisar sein. So, kann man denn hier auswählen? Grand Barter, und dann gehen wir ein bisschen abwärts. So, der Aufenthaltszone. Da stehen wir Leute rum. Machen nix. Customs Habitations. Power and Control Unit. Wow. Sieht aber nicht sehr vertrauenserweckend aus hier. Kommen wir ja ganz schön in den Untergrund. Also Levski ist zwar schön, aber wir hätten ein bisschen mehr optimieren müssen. Aber das liegt am Server, aber ich habe schon gehört, dass Levski theoretisch sehr framelastig ist und hier merkt man es auch. So, jetzt sind wir bei den Händlern. Export. Hallo. Mit seinen leeren Augen starrt er mich an. Gabelstapler steht hier mitten im Gang. Gut.
Aber wenn ich mit dem Bodenfahrzeug raus will, werde ich das nicht hier in der Tiefe tun können, sondern ich muss schon wieder nach oben. Gehen wir wieder hier durch die Schleuse. Hallo. Ja, und hier kann man seine Schiffe spawnen. Hangar 1, Hangar 2. Hier bauen sie. Top Lobby und Airlocks. Ah, okay. Hier kommen wir zu den Luftschleusen. Und zur oberen Lobby. Da geht's jetzt mal hin. Ja. Da geht's wieder zurück. Da geht's zu den Garagen. So, und jetzt wollen wir uns mal einen Ursa Rover aufs Pad stellen. Oder Ursa Rover. Na, wo haben sie es? Garage 4. Garage 4, und jetzt gehen wir halt durch die Luftschleuse. Haben ja immer noch unsere Weltraumausrüstung dabei. Und mal gucken, ob wir mal ein bisschen hier... Ist natürlich finster, ne? Da ist der Rover. Laufen wir jetzt mal hin. Garage 4. Da ist die 4. Da ist der Ursa Rover. Der Ursa. Kommt von Ursus Bär. Hey, hey, hey. 8 Frames. So sieht er aus. Man kann, glaube ich, nur von... Kann man von der Seite einsteigen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir probieren es mal. Open Door. So. Kann ich jetzt hier einsteigen? Ich gehe einfach mal rein. So. Jawohl. Hoppla. Oh, wo bin ich? Hilfe. Ich glaube, ich bin im Boden. Ich laufe einfach mal ein Stück und gucke. Ob ich wieder an die Oberfläche gelang. Oder ob ich jetzt sterbe. Ah, da habe ich keine Taschenlampe. Ich werde mal in der Außenansicht gehen. Gut, ich bin irgendwie in den Boden reingeglitscht. Hochspringen kann ich gerade nicht. Komme ich denn da wieder hoch? Hier von unten irgendwie eine Treppe da auch. Gut, dann zeige ich heute den Ursa Rover wahrscheinlich nicht, sondern mache hier Schluss, weil ich nichts mehr erkennen kann, keine Taschenlampe habe. Oh. Ich sehe auch nicht, ob hier ein Aufzug ist, wie man wieder auf den... Tja, das war wahrscheinlich nicht geplant. Und CIG, dass man hier durch den Boden glitscht, und sonst hätten sie ja möglicherweise eine Treppe oder eine Leiter eingebaut. Aber ich komme hier nicht wieder hoch. Also da oben ist das Landepad. Oh, und ich bin da nicht. Dann würde ich mal sagen, das war für heute unsere Folge. Wir sehen, ob wir demnächst nochmal spielen oder ob wir jetzt mal auf eine etwas überarbeitete, verbesserte Version von Star Citizen warten.
würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht dann erstmal mit einem anderen Spiel. Ich stehe so lange hier in Levski rum, unter dem Hangar, beziehungsweise unter der Garage. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Astronier.